Kollegin Wörl. Lieber Kollege Hoppe, ich glaube, wir würden alle nichts lieber tun, als das hier einen Konsens, dass wir sofort von heute auf morgen oder sehr kurzfristig das 0,7-Prozent-Ziel erreichen würden. Aber ich glaube, uns ist auch alles klar, dass wir Verantwortung haben, unseren Generationen in unserem eigenen Land hinsichtlich der Haushaltskonsolidierung. Und für uns ist es wichtig, als primäres Ziel, den Haushalt zu konsolidieren und schnell zu konsolidieren. Wir haben eine Verankerung im Grundgesetz, wir haben eine Schuldenbremse und wir sind uns auch alle dahingehend einig, sobald dies erreicht ist, dass wir hier wieder hier agieren können und dass wir hier auch viel mehr Geld einsetzen können in Bereichen, wo wir uns es wünschen.